Form und Größe. Zudem braucht Meyer für das anspruchsvolle Projekt jede Menge Tontiegel. Und nicht zuletzt kostet das Ausschmieden mehr Zeit und Geld. Wenn Meyer das Geschäft mit den Kanonen machen will, muss er sich etwas einfallen lassen. Jetzt kommt die entscheidende Überlegung. Kann ich denn nicht in Formen den Stahl direkt vergießen? Und wenn wir sie nicht schmieden, sondern in einem Stück gießen, wie lange dauert das? 1-2 Stunden vielleicht. Wenn es jetzt gelingt, das Rohr gleich hohl zu gießen, geht's natürlich viel schneller. 1 Stunde gegen 1 Woche, das ist die Idee. Wir gießen die Dinger direkt in große Formen. Das war technisch klar. Wer das kann, wenn das gelingt, die haben einen Vorsprung. Das ist es. Meyer nennt seine revolutionäre Idee Stahlformguss. Endlich ist der Krupp einen Schritt voraus. Selbst 150 Jahre später stellt das Verfahren noch immer eine Herausforderung dar. Stahlformguss heißt, Roheisen zu Stahl veredeln, die gewünschte Form bauen, und zwar millimetergenau, und dann den Stahl im richtigen Moment in Form gießen. In diesem Fall zu einer haushohen Turbinenhülle. Bei der Linzer Firma Voestalpine steht die Fertigung von 4 Turbinenhüllen auf dem Programm. Die erste heiße Phase beginnt bereits Stunden vorher im Hochofen. In einem überdimensionalen Tiegel werden Erze für die Weiterverarbeitung zu Roheisen geschmolzen. Ist das Material flüssig und der Ofen voll, meldet ein elektronisches Signal, Achtung, jetzt wegbleiben, Funkenschlag. Dann übernehmen die Männer am Hochofen das Kommando. Kein Job für Weicheier, trotz moderner Technik. Bei glühender Hitze müssen die Spezialisten die Schmelze abstechen. Und das kann jederzeit gefährlich werden. Wenn das Roheisen in die Pfannen fließt, ist es 1400 Grad heiß. Feuerfeste Mäntel und Spezialhelme schützen die Arbeiter. Immerhin. Vor 150 Jahren gab es nur einfache Lederschürzen. Die ersten Chargen Roheisen werden in riesigen Pfannen weitertransportiert. Exakt 3 Kilometer pro Stunde. Langsam. Nichts darf überlaufen. Die Masse darf aber auch nicht zu kalt werden. Im Takt wird das Rohmaterial in den Konverter gegossen. Die Pfannen fahren hin und her. Ein stundenlanger Prozess. Doch nicht immer läuft alles glatt. Ja, er muss Gas geben, gell? Sagst du ihm, der Aufpreis hier, da muss er halt die, muss schneller fahren mit 3 km/h mit der Oberfahrt. Der Steuermann erhöht sofort das Tempo. Das Timing stimmt nicht. Deshalb sind die Pfannen nicht rechtzeitig wieder am Ofen, um die nächste heiße Ladung aufzufangen. Okay, da. Passt schon. Problem gelöst. Der Abstich ist aber nur der Auftakt für den Guss. Erst im sogenannten Konverter wird aus Roheisen Stahl. Der Stahl lebt. Es fließt was dabei und es bewegt sich was. Und ja, das ist einfach furchtbar schön. In etwa 6 Stunden findet der Guss statt. So lange dauert es, das Roheisen zu Stahl zu kochen. Dabei müssen Temperatur und Mischung der einzelnen Metalle perfekt stimmen. Man muss sich das vorstellen, wie wenn ich zum Beispiel daheim was koche. Also ich habe zum Beispiel jetzt ein Menü, das möchte ich zusammenstellen. Ich schaue mir das an und möchte sagen, ja, da kommt jetzt diese Prise noch hinein, um im Endeffekt dann eben das Optimalste hier rauszuholen. Längst wird der komplizierte Kochprozess von Computern gesteuert und überwacht. Fehler dürfen nicht passieren, sonst hat der Stahl am Ende nicht die geforderten Eigenschaften. Im ersten Schritt werden Tonnen von Eisenschrott in den Konverter geschüttet. Das muss sein, um das Roheisen abzukühlen.
Denn danach wird Sauerstoff in den Behälter geblasen. Und der lässt die Temperatur wieder um mehrere hundert Grad ansteigen. Der Sauerstoff verringert die Anteile von Phosphor und Schwefel. Sie würden den Stahl spröder machen. In dem hochkomplexen Prozess entsteht die Grundsubstanz für die mehr als 2000 Stahlsorten, die aktuell auf dem Markt sind. Danach werden weitere Metalle wie Nickel oder Mangan dazu legiert, je nach Einsatzgebiet des Stahls. Metallurgie nennt man diese hohe Kunst. Vor 150 Jahren hatte man davon nur wenig Ahnung. Was Jakob Meyer jedoch nicht davon abhält, seine Kanonen aus Stahlguss, die er noch gar nicht hat, bei den Preußen großspurig anzupreisen. Es gehört zu einem erfolgreichen Unternehmer immer dazu, im rechten Moment am rechten Ort richtig anzugeben. Meyer behauptet, seine Kanonen würden niemals reißen. Sein Gussstahl sei besonders zäh. In Wirklichkeit ein zielgerichteter Bluff. Wer da sich also an der Rüstungsproduktion beteiligte, galt auch als ein Patriot, kriegte also ein besonderes Ansehen, das darf man ja auch nicht vergessen. Und damit würde der kleine Stahlunternehmer Jakob Meyer in die Sphären von Alfred Krupp aufsteigen, was dem überhaupt nicht passt. Tja, Herr Meyer hat uns ein interessantes Angebot gemacht. Kanonen aus Tegelstahl, aus einem Stück gegossen. Stahl ist zweifellos der beste Werkstoff. Aber er muss richtig bearbeitet werden. Ich halte nichts von derartigen Träumereien der Konkurrenz. Gar nichts. Für Krupp war es nun ganz wichtig, sich diese lästige Konkurrenz vom Hals zu halten. Sehen Sie sich das an. Geschmiedet. Schönes Stück. Und es funktioniert absolut tadellos. Waffen muss man schmieden, nicht gießen. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Wenn der große Krupp sagt, wartet nicht auf den Meyer und wenn, dann ist er nur ein Pfuscher, dann hatte das schon durchaus Gewicht. Denn Krupp hatte was zu zeigen. Meyer hatte noch nichts zu zeigen. Meyer muss sein Versprechen einlösen. Er hat weder Geld noch viele Helfer. Er hat nur seinen wachen Erfindergeist. Jetzt experimentiere ich weiter und erfinde den Formstoff, der es möglich macht, dass ich den flüssigen Stahl gleich in Formen gieße. Klingt einfach, ist aber die Krux im Stahlformguss. Am Anfang muss es die Form des Stahls halten, aber in dem Maße, wie der Stahl fest wird und sich zusammenziehen, muss es dem nachgeben können. Also man braucht eine Form, die mitarbeitet mit dem Stahl. Extrem anspruchsvoll. Niemand hat das bisher geschafft. Auch Meyer experimentiert lange, bis er den Grundstoff, ein Gemisch aus Sand und Ton, für die Form findet. Kommt her, alle herkommen! Was Meyer seiner Mannschaft verkündet, klingt wie ein Kochrezept. Erhitzte Tonerde, Bierhefe für die Form. Eiweiß hält sie zusammen. Innen ist die Form mit Graphit, Kohle und Wasser beschichtet. Wir haben alles für die Form, Männer. Das war die Erfindung, die große Erfindung. Denn mit der richtigen Beschichtung lässt sich das Gussstück wieder sauber aus der Form lösen. Das sind wirkliche Pioniere. Die haben halt mit ihren Mitteln das versucht, was sie erreichen können. Und die haben natürlich Gewaltiges erreicht. Bis heute wird bei Voestalpine im österreichischen Linz die Gussform nach dem Meyerschen Prinzip aus Sand gebaut. Nur sind die Formen heute weitaus komplizierter als damals. Wenn man sich da vorstellt, eine Kugel abzugießen, ist verhältnismäßig einfach. Wenn man sich aber die komplizierten Dampfturbinen und Gasturbinen anschaut, da ist das jedes Mal so eine riesige Herausforderung. Man muss als Gießer sehr kreativ sein. Ein Turbinengehäuse besteht aus vielen Windungen, Kanten und Oberflächen. Trotzdem muss der Guss auf den Millimeter genau sein. Dafür brauchen die Gießer zunächst einmal ein passgenaues Modell. Es wird über mehrere Wochen hinweg aus Holz gebaut. Und zwar fast ausschließlich von Hand.
Nur dort, wo die Handarbeit nicht mehr präzise genug ist, übernehmen Maschinen den Job. Das Holzmodell ist aber noch längst nicht alles. Es liefert bloß die Vorlage für die eigentliche Gussform. Und die wird im nächsten Schritt hergestellt. Ein Kran bringt die haushohe Holzhülle in Position. Im Anschluss wird sie fixiert. Das Modell darf nicht einen Millimeter verrücken, wenn der Spezialsand darüber geschüttet wird. Schicht um Schicht. Bis alles vollständig bedeckt ist.